Herzlich willkommen bei EWM. Mein Name ist Martin Weber. Ich würde euch gerne heute die Expert 3.0 vorstellen. Ein neues Control Panel aus dem Hause EWM, das dem Schweißer mit der digitalen Visualisierung von Parametern das Leben viel, viel leichter macht. Viele von euch kennen schon die Expert 3.0 aus dem BIG-Bereich. Diese haben wir nun implementiert auf den MSG-Bereich. Das bedeutet im Klartext, wir haben die guten und nützlichen Features der WIG-Steuerung vom Handlingskonzept in das MSG übertragen. Ihr kennt schon von der WIG-Steuerung her diesen Bereich. Das ist der Einstieg in das System, also ins Hintergrundmenü, die Favoritentasten und die Gas-Test-Taste. Dann gliedert sich die Steuerung in den digitalen Bereich mit der Darstellung aller Parameter. Im unteren Bereich haben wir die vier Ecktasten und den Click-Wheel. Diese werden benötigt, um sich auf dem digitalen Display zu navigieren, Parameter anzuwählen und zu verändern. Weiterhin haben wir die Return-Taste, USB-Slot, Home-Taste und last but not least auch den X-Button. Was macht der Schweißer zuerst, wenn er eine Schweißaufgabe anwählt? Er geht an die Stromquelle und lädt sich entsprechend der Schweißaufgabe seinen richtigen Job vor. Das machen wir ihm mit der Steuerung sehr einfach, indem dass wir eine Jobfinder-Funktion hinterlegt haben. Oben rechts Klick, im Pop-up-Fenster öffnet sich Jobfinder. Über eine Karussellfunktion werden Durchmesser, Gas, Prozess, Daten angezeigt. Dann wirst du sofort zum Prozess geleitet. Zusatzwerkstoff ebenfalls, Durchmesser des Zusatzwerkstoffes. Dann kommen die jeweiligen verfügbaren Gasarten. Und daraus entsteht dann hier klar ersichtlich die Jobinformationen. Man navigiert sich zum Ausgang. Dort werden ihm alle ausgewählten Parameter noch einmal abschließend dargestellt. Man hat die Möglichkeit, diese neu zu verändern oder aber, wenn man nach rechts navigiert, anzuwählen. Und schon hat man den richtigen Job geladen. Wir können zum Beispiel diese Expert 3.0 individuell auf dich als Nutzer konfigurieren. Wie macht man so etwas? Dazu gibt es eine Hotkey-Funktion. Hotkey ist die Doppelbelegung der Ecktasten hier. Und zwar alle diese Tasten, die ihr hier seht, oder alle diese Parameter, die ihr hier seht, die kann man doppelt belegen. Wie macht man so etwas? Man navigiert sich wieder oben rechts und dann erscheint hier im Dropdown Hotkey. Mit einem Klick kann man alle Ecktasten, die ihr hier unten seht, doppelt belegen. Womit? Zum Beispiel mit Einfädeln. In diesem Beispiel hier habt ihr jetzt die Taste oben links mit dem Einfädeln doppelt belegt. Wir schauen uns das mal an. Ihr seht, hier öffnet sich ein kleines addierendes Fenster. Und wenn ich jetzt diesen Button hier drücke, länger, dann startet automatisch jetzt das Einfädeln. Ihr könnt jede Funktionalität, die ihr in eurer Schweißaufgabe als wichtig empfindet, individuell auf euch abstimmen und dort platzieren, wo ihr sie gerne haben möchtet. So, jetzt zeige ich euch mal, was man auf dem Hauptbildschirm alles so erkennen kann. Erste Wahrnehmung ist ja, man sieht, alle Parameter sind in Karussellformat angeordnet. Bedeutet, der Leitparameter ist blau hinterlegt. Der gibt euch schon mal einen richtigen Hinweis, wo ihr hingucken müsst. Das gleich dann auch farblich hinterlegt. Wo ich aber jetzt mit euch drauf zu sprechen kommen möchte, ist der Schweißablauf. Dieser ist jetzt klar visualisiert, farblich hinterlegt und wenn ich mir jetzt hier den Schweißablauf ansehe, dann erkenne ich folgende Parameter. Gasvorström, Startstrom, Upslope, Hauptstrom, Downslope, Endgrader Füllstrom und zu guter Letzt das Gasnachströmen. Aber was ist das Geniale daran? Wenn ich die Parameter verändere oder einen Parameter verändere, dann wird das sofort grafisch dargestellt. Und addierend dazu habe ich jetzt hier als Beispiel Impuls angewählt. Und dann bekomme ich noch einen grafischen Hinweis. Hier in dem Falle, gelb ist für mich der Hinweis, Achtung Schweißer, du bist im Impuls unterwegs. Und das finde ich mega genial gelöst, dass man diese visuelle Darstellung als Nutzung für den Schweißer optimiert hat. So, jetzt zeige ich euch mal die Favoritentaste. Mit der Favoritentaste kann ich meine Parameter oder die der WPS ganz einfach hier oben auf diesen fünf Speicherplätzen belegen.
Wie macht man das? Wir nehmen mal an, ich wollte diese Parameter, die ich in der WPS hinterlegt habe, speichern. Drücke die Taste Nummer 1 und siehe da, der Bildschirm flasht. Es wird visuell dargestellt, der Parameter ist gespeichert. Jetzt kommt der Schweißer, warum auch immer, verstellt die Parameter und siehe da, in der Statusleiste erscheint der Favorit Nummer 1 rot markiert. Bedeutet im Klartext, hier ist eine Veränderung vorgenommen worden. Wie komme ich wieder zurück? Tastendruck, zack, sind die Parameter wieder da. Super, oder? Ich zeige euch mal etwas. Wir navigieren uns hier zu Quick Info. Dann gehen wir hier auf Welding Tipps. Und in diesen Welding Tipps, sagt der Name schon, haben wir Schweißertipps hinterlegt. Das sind zahlreiche bebilderte Darstellungen, ja, die die Auswirkungen von verschiedenen Parametern visualisieren. Und das hilft dem Schweißer, komplexe Dinge einfacher zu erkennen. Die Klartextanzeige ist ein weiterer Mega-Pluspunkt dieser Steuerung. Als Blick ins Systemmenü zeigt dir, wo bist du im Menü, was veränderst du im Menü und wie kannst du es individualisieren, zum Beispiel mit der Sprache oder aber mit der Darstellungsoption des Bedienpanels. Alle diese Möglichkeiten werden durch die Klartextvisualisierung verständlich einfach rübergebracht. Schauen wir uns mal die Funktion RL-Abgleich an. RL steht für Resistant Length. Resistant heißt Widerstand und wir messen alle im Schweißprozess befindlichen Widerstände. Das würde ich dann jetzt auch mal hier ähnlich machen. Dazu wird die Gasdüse abgeschraubt, der Draht ist schon zurückgezogen, alle Komponenten sind angeschlossen. Ich gehe auf das Werkstück und auch hier die visuelle Darstellung, ja, die Messung ist durchgeführt. Ich drücke die Return-Taste, ich sehe ganz klar altes Ergebnis, neues Ergebnis. Agree, Return-Taste und hier wird dann Restart erforderlich, Maschine aus, Maschine an, Widerstandsabgleich fertig. Das war ein Überblick über die neue digitale Expert 3.0 Steuerung. Ich wäre jetzt bereit zum Stahlschweißen und uns würde natürlich interessieren, wie findet ihr die Funktionen und wie würdet ihr die Maschine konfigurieren, wie würdet ihr das Bedienpanel konfigurieren? Schreibt uns das einfach in die Kommentare, uns wird das mega freuen.